Schon mal einen Dreier gehabt? Digga, das sage ich jetzt nicht, ne? Das sage ich jetzt nicht. Würdet ihr immer gerne einen Dreier haben? Warte, wurdest du schon mal erwischt? Wenn du einen Dreier mit zwei Typen hast, dann werden die Typen ziemlich sicher nicht miteinander rummachen. Ja, okay. Sehr gesprächig hier, muss ich sagen. Mhm. Ja, guck mal, Mädels. Ich glaube, es ist gerade super. Guck mal, das Ding ist, wisst ihr, was der Punkt ist an so einem Livestream? Nein. Ich bin nicht der Einzige, der reden darf. Du darfst auch mal was erzählen. Du darfst auch was erzählen. Ja, was soll ich denn erzählen? Ja, ich bin echt. Also, ich bin ehrlich, ich bin Mensch, ich rede so, so viel, aber ich finde, man muss mit irgendeinem Thema anfangen. Was wollt ihr wissen? Ich erzähle es euch gerne. Haut doch einfach raus. Was geht nach dem Stream? Haut doch eine Geschichte. Guck mal. Dann erzähl du doch jetzt einfach mal die Geschichte, wie du jemandem ein Eis verkauft hast und irgendwas übel Witziges ist passiert. Also, da gibt es nicht so viel Lustiges, wirklich. Also, ein Eis verkauft? Ist das ein Codewort? Halt Vanille Bourbon sagen anstatt Vanille Bourbon, aber so. Vanille was? Bourbon. Vanille Bourbon. Ja. Und die sagen Vanille Bourbon. So. Aber es ist jetzt nichts Besonderes so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist so lustig. Und dann habe ich einem 17-Jährigen schon mal Alkohol ausgeschenkt. Dann habe ich in Berlin hier wieder getroffen. Illegal. Das war auch nicht so. Illegal unterwegs. Ich wusste es nicht. Und ich kannte ihn so und ich war so, ach, der ist schon 18? Und ja, nee, war er nicht. Deswegen immer den Ausweis rausholen. Aber weißt du, ich war damals so noch so jung und ich war so, ich traue mich das nicht. Und dann war ich so, ja, naja, egal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt. Also er ist jetzt 18. Okay, wisst ihr, was wir machen? Die wollen alle noch einen Six-Talk, okay? Was ist das? Wir machen jetzt noch zwei oder drei Fragen Six-Talk und dann gehen wir offline. Weil wir sind sowieso schon viel zu lange online. Wie lange sind wir schon online? Sind schon fast 3 Stunden, oder? I'm ready. Okay, Six-Talk, let's go. Haut Fragen raus für den Six-Talk. Was ist ein Six-Talk? Das ist ein Sex-Talk. Okay. Das, was wir gestern eigentlich auch auf Dings hatten. Okay. Weißt du nicht, was Six ist, oder was? Das ist Sex. Hatte ich noch nicht. Hattest du noch keinen Sex? Mm-mm. Verstehe. Lazo ist genervt. Nee, ich bin nicht genervt, ich bin aber echt sehr, sehr müde. Okay, Chat, es ist jetzt Zeit, dass ihr jetzt Fragen stellt. Chat, was ist denn los? Schon mal einen Dreier gehabt? Nee, also nein, ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, würdet ihr mal gerne einen Dreier haben? Nein. Nee, also, boah, keine Ahnung, viele sagen, es ist echt gut. Oh, ja, viele sagen, es ist echt gut. Ist eine geile Aussage. Aber ich habe jetzt gerade nicht das Verlangen, das irgendwie zu machen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit einer Frau irgendwie doch noch rumzumachen. Ich bin jetzt nicht ja, aber auch nicht noch einen anderen Mann. Genauso nicht. Ja, aber das finde ich auch komisch, wenn die beiden Männer dann irgendwas machen. Ja, wahrscheinlich. Also nee, ganz kurz. Ich glaube, das passiert nicht. Da ist eine Fehlauffassung von dir. Wenn du einen Dreier mit zwei Typen hast, dann werden die Typen ziemlich sicher nicht miteinander rummachen. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist gut, aber wir Männer denken nur immer, dass die Frauen dann miteinander rummachen werden. Können. Also ich finde es mit einer Frau noch schwierig. Ich würde meinen Partner halt nicht teilen wollen. Ich würde da, glaube ich, ich könnte das nicht. Wenn beide Bock drauf haben? Ich hätte ja keinen Bock. Also ich muss zugeben, ich kenne die Mädels nicht, ne? Aber ich glaube, die Linke ist auf jeden Fall ein bisschen verklemmt und die Rechte, ich glaube, mit der geht was. Hast du bisexuelle Tendenzen? Nein. Ja, dann wird es wahrscheinlich schwierig, ne? Schwierig. Also du könntest dir auch nicht vorstellen, jetzt von zwei Typen gleichzeitig gebankt zu werden. Aber du könntest es dir schon eher vorstellen, ne? Von zwei Typen? Ja. Also besser sie könnte sich's vorstellen. Besser als also er weiß Bescheid. Ich glaube, das weiß nicht. Also ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich werde es nie machen. Wie würdest du den Dreier machen? Ja, ich würde mit zwei Frauen den Dreier machen. Natürlich. Genau. Das ist ja ganz klar. Nö, er sagt mit dem Mann. Vor dir rummachen? Tönt dich das an oder nicht? Wenn die bi sind, ja. Aber wenn du jetzt eine Freundin hast und es irgendwie dazu kommt, dass ihr einen Dreier habt, ja, würdest du es gut finden, wenn sie dann was mit einer anderen Frau auf einmal hat und du nicht weißt, dass die irgendwie ist, ja, findest du es okay? Ja, finde ich völlig in Ordnung. Habe ich mir auch schon öfter Gedanken darüber gemacht und das fände ich eigentlich... Ja. Also würdest du es auch in einer Beziehung machen? Würde ich auch in einer Beziehung machen, ja. Ich sag dir ganz ehrlich... Ja, völlig in Ordnung. Ich glaube, das würde die Beziehung extrem ins Positive beeinflussen. Weil ich glaube, die Frauen nie haben halt Angst, dass der Mann die andere Frau dann besser findet. Weil die vielleicht was anderes macht, ja. Weißt du? Stell dir mal vor, du und deine Freundin, da hat er gar nicht dran gedacht. Bei euch ist alles gut, ihr habt dann den Dreier und dann macht die andere alles besser als deine Freundin. Ja. Und dann bist du so, kann ja. Ich bin bei dir, aber ich sag dir ganz ehrlich, ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Reife kann man auch distanziert. Was Frauen immer denken, das wäre mir im Traum nicht eingefallen, dass man dann darauf kommen könnte, ach shit, die andere ist ja viel besser. Muss ich jetzt Real Talk sagen, wäre überhaupt nicht mein Gedanke gewesen, aber stimmt, vielleicht. Sagen, okay, vielleicht war das mit der irgendwie ein bisschen geiler oder so als mit meiner eigenen, aber ich glaube in einer Beziehung... Man kann es ja verbessern und man kann ja drüber reden. Ja, nicht nur das, ich finde auch in einer Beziehung, die wirklich langfristig und partnerschaftlich ist, kommt es ja auch nicht nur darauf an, dass man jetzt möglichst den besten Sex hat. So,
Ich glaube, die Frau, mit der ich zusammen sein möchte oder der Partner, wie auch immer, das muss einfach was sein, wo man sagt, okay, das muss mich nicht nur im Bett zufriedenstellen, sondern halt auch langfristig in allen möglichen Belangen so. Ja, gut. Ja. Next one. Absolut. Olli mit 10 Euro ist schon mal bei einem Eselrennen mitgemacht. Olli, danke für deine Sex-Frage. Wie steht ihr zu Sex in der Öffentlichkeit? Ja, ich finde sie schlimm. Finde ich gut. Also nicht, wenn andere zugucken. Finde ich gut. Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Was? Ich auch nicht. Von der Linken hätte ich es auch nicht gedacht. Aber also nicht, dass andere mich beobachten währenddessen, sondern wenn man das an einem öffentlichen Ort macht, finde ich nicht schlimm. Also du findest sozusagen das nice, diese Gedanken, dass du erwischt werden könntest. Ja. Ja. Finde... Warte, wurdest du schon mal erwischt? Nee, ich wurde noch nicht erwischt. Du? Gott sei Dank nicht. Ich hatte noch nicht so oft Sex in der Öffentlichkeit. Was war der aufregendste Ort, abgesehen jetzt von der Wohnung? Im Wald oder so, oder im Auto. Da ist mal jemand vorbei. Auto ist aber gut unbequem, oder? Wenn man die Sitze nach vorne klappt und so, dann geht's schon. Ja. Dann geht's schon. Kommt drauf an, wie groß dein Auto ist. Vom Lenkrad. Oh, vom Lenkrad. Hey, warum habt ihr das gemacht? Frag mich nicht. Ihr hättet easy auf die Rückbank einfach gehen können. Oder war es ein Zweisitze? Nee. Aber auf die Idee ist man in dem Moment natürlich nicht gekommen. Ah, okay. Well. Aber war halt dann auch in dem einen Moment nicht gut, ne? Also, du kannst ja nicht nach links oder rechts. Wenn man fertig ist, du kannst ja nicht schnell mal nach links oder rechts. Ach so, ja. Und dann das ist es das größte Problem. Passiert, oder was? Dann ist es passiert. Ja. Das war ja ungeil. Ja, gut. Dann ist es halt einfach passiert. Ist schon mal Anal gehabt oder könntet ihr es euch vorstellen? Nee, ist nicht. Also hatte ich noch nicht und... Will ich auch nicht. Ihr hattet das noch nicht und wollt es auch nicht. Mm-mm. Woher wollt ihr das wissen? Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es wahrscheinlich nie mache, aber also es kann sein, wenn ich in einer langen Beziehung bin und... Ja, warum? Ich verstehe den Grund nicht. Warum will man denn da hinten rein? Ja, warum? Warum will man das? Ey, Mann. Dazu kann er auch nichts sagen. Dazu kann er auch nichts sagen. Warum willst du mich jetzt in den Arsch ficken, Mann? Ja, warum man halt anal gebangt werden will, weil das eine besondere Art der Stimulation ist. Zumindest für die Frau oder für den Mann? Das kommt drauf an, denke ich. Ich weiß es selber nicht. Ich hatte es tatsächlich selber noch nie anal. Hast du verlangen, das jetzt irgendwie zu machen? Anal? Mhm, probieren, oder? Ich würde es schon mal ausprobieren, ja. Aber ich habe es auch gestern im Livestream angesprochen. Ich finde, bei anal ist so eine Sache, wenn die Frau nicht so 100%, ich sag's mal, gepflegt ist und wenn dann keine Vorbereitung getroffen wurde, da hätte ich gar keinen Bock drauf, weil ich es schon ein bisschen eklig dann fände. So, weißt du, ich meine? Nee. Muss man das... Nee, ja, nee. Weißt du, ich mein? Ja, nee. Training? Nein, mit so einer Dusche? Nee, das schon gut. Aber, nee, ich meine, wenn man, da muss man doch das... Ach so. Du meinst so Abführmittel? Ja, irgendwie schon. Das ist eine gute Frage. Blast ihr gerne? Also ich finde es nicht schlimm. Du findest es nicht schlimm? Also ich mache es nicht ungerne. Aber das ist jetzt nicht so, auch dass du es jetzt nicht gerne machst. Du hast es nicht gesagt, dass du es gerne machst. Doch, ich würde schon sagen... Ich bin tatsächlich kein Fan davon, wenn man das Ganze dann noch schlucken muss, bin ich wirklich ehrlich. Also feiere ich jetzt nicht so. Okay, du bist keine leidenschaftliche Blauerin, das höre ich direkt raus. Wie sieht's bei dir aus? Du auch nicht? Doch, aber ich mach's, also... Scheiß auf den. Du machst was? Okay, ich habe keinen Bock, mit euch zu reden. Aber das ist auch immer so für eine Aussage. Ich mach's echt nicht ungerne. Doch, ich mach's schon gerne. Gut, das aber, ist so, wenn, okay, aber würdest, wenn du sagen würdest, du fändest es übel geil, geleckt zu werden, und ich sag, ja, ich hätte jetzt kein Problem damit. Da muss ich doch entweder sagen, ja, ich leck dich jetzt richtig gerne und ich mach's richtig geil, dass du es richtig nice findest. Oder du sagst scheiß drauf. Aber ich glaube, das erste Mal, als ich es gemacht habe, war ich so ein bisschen verstört, weil das gewisse etwas, also das hat halt nicht so gut gerochen und dann bin ich so, also ich glaube, das ist immer so... Oh. Unangenehm. Okay, ja. Das Wichtige ist, der Typ sollte natürlich auch seinen Dick pflegen, ja? Eben. Der muss also natürlich, Jungs, ihr müsst euren Dick pflegen, ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Der Dick muss gepflegt werden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier also ich muss sagen, die es kam Emilia halt erst anfängt nach zu blauen. Also es kam aber auch erst nach der Zeit am Anfang. Ich glaube, am Anfang hat man eine gewisse Unsicherheit, aber mit der Zeit... Oh Mann. Ganz nice. Und deshalb knall ich keine Frauen unter 25. Okay, Bro. Alles klar. Du hast das Game durchgespielt. Das ist ja eine perfekte Aussage. Oh Mann. Was ist das für eine Aussage? Als könnte so eine 23-Jährige nicht gescheit blowen oder was? Bro, scheiß drauf. Wichst ihr? Also die Rechte hat auf jeden Fall mehr Bock auf die Frage als die Linke, glaube ich. Du? Was ist damit gemeint?
Oh Mann, Alter. Ey, du bist krass unerfahren, kann es sein? Wer sagt das? Was ist dein Bodycount? Das hat doch nichts mit dem Bodycount zu tun. Okay. Ich hatte eine lange Beziehung. Ja, okay, dann kann es sein, dass du extrem erfahren bist. Aber das kann alles sein. Aber wickst du? Sich selbst anfassen oder was ist... was? Ja, hä? Ob du wickst. Ob du onanierst, ob du dich selbst befriedigst. Das ja. Okay. Dann wäre die Frage ja beantwortet. Dann würde ich die Frage beantworten. Ob ich wichse, ich glaube, darüber müssen wir nicht weiter reden. Guckt euch an. Ich wichse natürlich nicht, Leute. So viel zu ein bis zwei Fragen, oder? Wir machen jetzt noch eine Frage, dann fahrst du mir. Wie spät ist eigentlich? Es ist 23.30 Uhr, eure Lieblingsstellung. Letzte Frage. Okay, warte. Ich muss kurz überlegen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Beschreib's. Ich habe da so meine Beine über den Schultern von ihm. Von ihm? So. Sein Gesicht, wie er gerade überlegen muss, wo sie ihre Beine hat. Du bist sozusagen so, oder wie? Ja, und dann ist er hier. Ja, okay. Verstehe. Ja, okay. Verstehe. Also ein bisschen verrenken ist schon gut. Also mit den Beinen immer so ein bisschen auseinander. Also ich bin relativ beweglich, deswegen feiere ich das mehr, weil in der normalen Stellung, sage ich mal so, merke ich tatsächlich nicht so viel. Ja. Und ich bin voll gerne oben. Du bist relativ beweglich. Ja, ich war Turnerin. Du warst Turnerin, okay, verstehe. Das ist interessant. Also, in seinem Kopf. Das ist tatsächlich so, dass das erste Mal hat bei mir auch nicht wehgetan, weil man sagt, dass Turner, dass es da auch schon vorher gerissen ist und so. Weil du einfach elastisch bist, ja. Irgendwie. Und deine? Meine Lieblingsstellung, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich eine Lieblingsstellung habe. Ohne Witz, ich würde nicht sagen, dass ich eine Lieblingsstellung habe. Was ist immer mit dabei? Immer mit dabei, Missionar, Reiter. Doggy und dann hin und wieder legt man halt die Beine noch in andere Positionen. Das, was du gesagt hast, auch öfter mal dabei. Weil es kommt natürlich auch immer drauf an, ob ich jetzt mit gebrochener Hand bumse oder halt ohne. Das ist auch auf jeden Fall ein Faktor, der da mitspielt. Sag ich mal so, mit gebrochener Hand ist man halt ein bisschen eingeschränkt. Ja, aber das sind halt so die Punkte. Ja. Ich hoffe, die Frage sind beantwortet, oder? Ich fand es eigentlich eine chillige Fragerunde, ja. Ich dachte, du bist nach 2 Minuten raus. Noel, ich hab dir gestern gesagt, Digga, das ist nicht jedes Mal so. Es gibt auch... andere Tage. In diesem Sinne, Freunde, ich möchte euch ganz herzlich bedanken. Erstmal bei euch beiden natürlich. Gerne. Bei den attraktiven Damen, die hier den Stream für mich geleitet haben. Es war natürlich wie immer Abfuck, dass ich dabei war. Ich möchte mich aber bei euch bedanken, dass ihr dabei wart und für die ganzen Donos, Subs, danke fürs Essen im Übrigen. Wirklich sehr korrekt von euch. Ich küsse eure Herzen. Und ja, Mann, dann sehen wir uns im nächsten Livestream, wenn es wieder krass langweilig wird. In diesem Sinne, Chat, Kuss geht raus an euch. Vielen Dank für alles und wir sehen uns beim nächsten Livestream. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Geteilte Treu. Ach du heilige Scheiße. Wir wollten das... Ich habe mir das Video gerade nicht wirklich bis zum Schluss gegeben, oder? Ihm noch ein Intro mache. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. Ja, okay. Also ich hatte mir vom Titel her was anderes vorgestellt, aber im Endeffekt war es doch ganz unterhaltsam, muss ich mal sagen.